Ja, Herr Galau, ich verstehe natürlich das Problem, dass wenn man so ein vorbereitetes Redeskript hat schon vorher und dann hier eine Debatte stattfindet und man nicht bereit ist, sein Redeskript irgendwie daran anzupassen, dass man dann ein bisschen in Schwierigkeiten kommt. Aber nein, haben Sie an einer einzigen Stelle gemacht, Herr Galau. Auf die restlichen Argumente sind Sie nicht eingegangen. Deswegen frage ich Sie hier jetzt auch mal ganz direkt zu den Argumenten, die hier vorgetragen wurden, weil Sie haben im Prinzip das Gleiche wiederholt, was Herr Schröder gesagt hat, ohne zur Kenntnis zu nehmen, dass hier Fakten vorgetragen wurden, die im deutlichen Widerspruch zu dem stehen, was Sie hier von sich geben. Zunächst einmal gibt es unterschiedliche parlamentarische Instrumente. Es ist echt spannend, dass man Ihnen das jetzt hier nach 3 Jahren erklären muss. Ne? Aber Anträge, Entschließungsanträge zum Beispiel, auch normale Anträge, können die Landesregierung beauftragen. Wenn man ein Gesetz ändern will, dann muss man aber tatsächlich einen Gesetzentwurf vorlegen, weil sonst passiert genau das, was Herr Breetz gesagt hat. Sie haben gar keine Regelungen geschaffen, mit denen so etwas umgesetzt werden könnte. Also Sie nehmen einen Antrag, wollen eine Debatte anstoßen, wollen aber nicht tatsächlich verändern. Das ist das, was Sie jetzt hier maximal mit dieser Einlassung eingeräumt haben. Und nun möchte ich gerne von Ihnen wissen, ganz konkret zu den Dingen, die hier gesagt wurden, was sagen Sie denn zu der Entlastungswirkung von 330 Euro für Familien im ländlichen Raum? Glauben Sie, dass das die Lebensentscheidung, also einmal 330 Euro, dass das die Lebensentscheidung für den Hausbau prägt oder glauben Sie das nicht? Ich würde gerne wissen, wie erklären Sie sich denn, dass Unternehmen, dass Familien sich vor allen Dingen in Potsdam, im Potsdamer Raum, auch in KW und so ansiedeln wollen, da wo die Preise besonders hoch sind, die Grundstückspreise, dass sie bereit sind, das zu zahlen? Also das ist irgendwie ein Widerspruch zu Ihrer Lenkungswirkung, die Sie damit hier versuchen zu suggerieren. Ich würde auch gerne wissen, wie Sie umgehen wollen mit den Einnahmeverlusten des Landes und auch der Kommunen, und zwar den direkten und auch den indirekten, die ich beschrieben habe, über die Bund-Länder-Finanzen. Das wäre wirklich spannend, alles mal von Ihnen zu hören. Vielleicht haben Sie dazu auch ein Redeskript fertig. Nee, erstmal bitte, Herr Abgeordneter Galau, möchten Sie darauf reagieren? So, also noch mal ganz kurz. Dieser Antrag, den wir gestellt haben zu diesem Punkt, hängt sehr eng an mit dem vorherigen zusammen mit diesem vorherigen Antrag. Das heißt also, wenn, Sie haben ja gesagt, wie gehen wir auch mit den Einnahmeverlusten um? Wenn wir es schaffen würden, jenseits der Entwicklungsachsen, die im Landesentwicklungsplan so vorgegeben sind, endlich das Land wieder entwickeln zu können, dann haben wir an Stellen, wo wir bisher noch gar nicht bauen dürfen, diese Fakten sind ja alle gefallen in der Diskussion, dann werden wir natürlich an anderer Stelle, da wo endlich gebaut werden kann, noch entsprechend Einnahmen wieder haben. Deswegen haben wir auch gesagt, das hängt untrennbar miteinander zusammen. Das kann man voneinander nicht trennen. Und deswegen haben wir gesagt, lassen wir doch endlich wieder Entwicklung im Land zu und dann werden wir auch an Stellen, wo bisher einfach Stillstand herrscht, auch wieder entsprechend ein Aufleben der Gemeinden haben und da werden automatisch Einnahmen generiert. Das ist halt das, wo wir sagen, deswegen hängt es zusammen. Das kann man nicht voneinander trennen. Also insofern haben Sie vermutlich auch überhaupt gar nicht verstanden, worauf wir hinaus wollen. Und das kann ich natürlich auch nicht ändern.